Am Rande von München im Südwesten liegt der stillgelegte Bahnhof München-Freiham. Der 1903 in Betrieb genommene Bahnhof wurde 1975 für den Personenverkehr geschlossen, ist jedoch für den Güterverkehr weiterhin in Betrieb. Im Inneren dient das Gebäude Mitarbeitern der Bahn als Aufenthaltsraum zwischen diversen Arbeitseinsätzen. Die an den Bahnhof angrenzenden Gleise gehören zur Bahnstrecke München-Herrsching, die von Pasing über Germering in Herrsching am Ammersee endet. Das neu entstandene Gewerbegebiet und neue Wohnanlagen werden seit September 2013 vom S-Bahn-Haltepunkt München-Freiham bedient.